Leute, wie geht's euch so? Ne? Wir sind hier mit unseren Hasen. Ja, mach auch wieder. Heute sind herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal, den ihr wahrscheinlich im Titel hängen könnt. Nee, wird das was, Nathalie? Holy shit, Alter. Bruder, ich habe gerade ganz ernst. Es gibt gerade ganz bad vibes, also wegen Lehrer. Wir haben genau vor einem Jahr ein Video aufgenommen, wo wir Fragen beantwortet, wo wir in einem Jahr wieder werden beantworten. Und jetzt ist das Jahr um heiß. Wir machen jetzt ein Video, wo wir die Fragen werden beantworten. Und zurückschauen. Ja, ein bisschen Flashback. Genau. Und wir denken, dass das Video nicht absolut langweilig wird, dann wir einfach auf das alte Video reagieren. Ja. Ja. Wer hast du auf deinem Schoss? Ich habe ganz viele auf meinem Schoss, aber heute ist es der Gashi. Und wer hast du auf deinem Schoss? Ich habe den Lino auf meinem Schoss. Das sind die Stubenhasen von der Nathalie. Wir haben den Kopfhörer ins Ohr tun und ja, reagieren jetzt einfach auf das Video von damals und werden es neu beantworten. Können wir kurz anmerken, dass du schon übel ein Glow-up gehabt hast? Ich habe vor allem einen Pony gehabt. Ich bin einfach absolut gleich geblieben. Lieben wir. Ich weiß nicht, mit dem Video, es wird jetzt so richtig, richtig traurige Musik als Hintergrund an. Weißt du das noch? Doch, das ist so unfassbar traurig, als wäre jemand gestorben, Alter. Das weiß ich gar nicht. Let's go. Was ist dein grösstes Ziel, das du 2021 erreicht haben? Okay, beantworten wir es so aufs nächste Jahr. Was willst du 2022 erreicht haben, Lara? Ich bin gerade absolut scheiße in der Schule, weil ich gerade absolut keinen Bock habe zum Lernen und auf Social Media bin ich auch nicht aktiv. Also ja, einfach mein Leben ein bisschen besser in den Griff bekommen. Mhm. Und du? Ich hätte glaube so ein bisschen das Ziel bei der Selbstständigkeit. Ich muss sagen, ich habe sie schon relativ gut im Griff, aber ich würde gleich noch gerne so ein paar Sachen ausbauen. Und ich will das Zimmer neu machen. Also falls wir nächstes Jahr das Video machen, ist vielleicht das Zimmer anders, hoffentlich. Jetzt lassen wir unsere Alten an und schauen, ob wir sie erreicht haben, unsere Ziele. Genau. Mein grösstes Ziel ist eigentlich erstmal jetzt die Probezeit bestehen, weil ich bin ja gerade in der FMS in der Probezeit. Also im Januar ist sie dann fertig. Aber das ist eigentlich gerade so mein grösstes Ziel. Dass ich in der Schule weiterhin gut mithalten kann und dass ich vielleicht aktiver auf YouTube werde, weil momentan jetzt gerade in der Probezeit bin ich halt einmal nicht so aktiv und ja, das ist glaube ich gerade so mein grösstes Ziel. Also mein Hauptziel ist natürlich, dass ich meine Matur bestehe, weil die steht mir noch bevor, im Sommer. Und ich bin momentan so ein bisschen auf der Kippe, weil ich nicht genau weiss, ob ich sie jetzt bestanden oder nicht. Und ich würde gerne nachher, wenn ich sie bestanden habe, selbstständig sein mit Social Media und so ein bisschen mein Ding machen. Und ja, schön, dass du genau das gleiche Ziel vom Jahr hast wie jetzt. Vielleicht schaffst du es ja nächstes Jahr, mal schauen. Aber jetzt habe ich mega viel in die Schule investiert und bin nicht aktiv auf Social Media gewesen. Jetzt beides nicht. Also, es ist noch wie abwärts gegangen. Perfekt, Alter! Lieben wir. Mal schauen, ob überhaupt nächstes Jahr ein Video online kommt auf dem Kanal. Das ist die andere Frage. Hey, aber kurz Props an mich. Ich habe meine Matur bestanden, obwohl ich zittert habe. Und du bist selbstständig geworden. Ja, Mann. Digga, ich habe alles recht, du absolut nicht. Hey! Ja. Nein, jetzt wird ihn nicht. Doch, komm, mach mal gleich. Nein. Nein. Doch, nein. Ja, gut. Okay. Können wir noch kurz festhalten, die Musik ist wirklich absolut sad. Wie ist momentan dein Beziehungsstatus? Hey, mein Beziehungsstatus ist Single. Da hat's News. Gossip. News, oh mein Gott, ich habe das noch nie auf Social Media veröffentlicht, richtig. Aber ich habe offiziell keinen Freund mehr. Man weiß nicht, vielleicht habe ich wieder einen Freund, wenn das Video online ist. Aber DMs sind open. DMs sind open. Ich habe eine 3,5-jährige Beziehung hinter mir. Damals habe ich gedacht, es wird noch so weitergehen. Wir haben geschätzt, sagen Hochzeit. Und schwanger. Bruder. Ja. Das ist eigentlich fast traurig, aber ja. Hey, man sagt, eine Beziehung geht nach 3,5 Jahren ungefähr nimmt ab. Ich wünsche dir natürlich nichts Schlechtes auf deinem Weg. Aber wir schauen dann nochmal zurück. Ja, da kommen wir zu meinem Beziehungsstatus. Ich bin glücklich immer noch mit meinem Freund. Ich bin gerade in einer Beziehung. Im März schon seit 3 Jahren und ja, glücklich vergeben. Ich bin glücklich in der Beziehung. Ja. Was denkst du, wie jetzt in den Jahren? Nein. Weiß ich nicht, verheiratet ist was. Schwanger? Nein, nein. Oh mein Gott, was denkst du, wie jetzt in den Jahren sein? Ich kann schon vor. Nein, ich würde jetzt. Nein, ich würde nicht in die Zukunft schauen müssen. Aber ich bin eher tendenziell ein Beziehungsmensch. Also könnte man vorstellen, dass vielleicht in einem Jahr wieder ein Freund da ist. Aber ich setze mir da kein Ziel. Oder vielleicht dann auch schon wieder Single. Nein, nein, erst in 3,5 Jahren dann wieder. Stimmt, stimmt, stimmt. Hast du noch ein paar Jahre. Bis bei mir wird ein Jahr sein. Ja, ich hoffe natürlich, dass ich weiterhin mit meinem Freund zusammenbleibe. Ja. So. Ich denke aber schon. Na. Ja. Na. Muss ich ja fast sagen, oder? Ja, schwör. Du musst es wirklich gut finden. Haben wir vor, zusammen einen Podcast zu machen? Absolut nicht! Es war immer noch mal Thema, aber seit dem Video ist es nie mehr Thema geworden. Also seit einem Jahr hat das Thema einfach Stillstand gelegt. Ja, ich glaube, es ist ja gar nicht so ein Interesse da. Ich weiß nicht, irgendwie so.
ich weiß nicht, Podcast ist sehr anstrengend. Ich selber höre nie Podcasts. Ich weiß nicht, warum ich einen Podcast mache. Ja. Dann noch erinnert, wenn wir mal live gehen oder so. Ja, sehr. Aber Podcast? Nein. Eigentlich nicht mehr. Also wir haben schon ein bisschen öfters darüber geredet. Wir fänden es glaube beide mega cool, gerade wenn Nathalie ja, sie möchte ja selbstständig sein. Und dann wäre es eigentlich recht cool, weil sie hat dann vielleicht eher Zeit, aber wir haben beide nicht so viel Ahnung davon. Es wäre eigentlich schon nice, also gerade dann, wenn ich zum Beispiel selbstständig bin, habe ich auch ein bisschen mehr Zeit und ich glaube, es wäre noch nice. Wir zusammen können mega gut reden, wir haben so ein bisschen die Themen, die uns beide interessieren und ich glaube, es wäre lustig und ich hätte immer Bock so auf einen Podcast. Gib mir doch mal einen Daumen nach oben, wenn ihr auch Bock habt auf einen Podcast. Wir haben ihnen so Hoffnungen gemacht, dass ein Podcast kommt, absolut nie reinkommt. Aber wir werden es sehen, vielleicht im Jahr haben wir absolut keine Lust mehr. Mal schauen, wir lassen uns überraschen. Vielleicht, vielleicht auch absolut nicht. Bist du im Moment zufrieden mit deinem Körper? Ich bin grundsätzlich zufrieden, aber so 1-2 Kilo weniger. Ich muss jetzt halt dagegen so. Ja, voll. Nee, ich bin eigentlich zufrieden. Ich weiß nicht, ob ich mega zugenommen habe seit dem Video. Ich glaube nicht. Aber ich habe glaube damals auch schon gesagt, dass ich sehr Selbstkomplex mit meinen chubby Beinchen habe. Und das ist auch immer noch gleich geblieben. Hat sich nichts daran geändert. Es hat auch schon Zeiten gegeben, in denen ich viel weniger zufrieden war mit meinem Körper. Und momentan ist es eigentlich wieder in einer Phase, in der ich zufrieden bin. Aber gerade jetzt so im Winter, man isst nur Schoki. Und darum meine Ernährung ist gerade ein bisschen am Arsch. Und darum, ich wäre vielleicht gerne ein bisschen sportlicher und ja, aber ich glaube nicht, dass ich das in einem Jahr wieder erreichen würde. Darum, ich würde sagen, ich bin grundsätzlich zufrieden. Ich habe genau das Gleiche gesagt, what the fuck? Aber das habe ich gar nicht gewusst. Aber meine Ernährung ist by the way auch am Arsch. Schau, meine Ernährung war schon da am Arsch, nachher im Sommer ist es wieder besser und das heisst, es wird auch wieder besser. Ja. An sich bin ich schon zufrieden, aber momentan habe ich ein bisschen Selbstkomplex wegen meiner kurzen Beine. Ich finde lange Beine so schön. Was macht dich im Moment glücklich? Schocki! Schwierige Frage. Okay, weißt du nicht? Oh, Knacksen. Knacksen macht mich so glücklich. Nein. Natürlich in erster Hinsicht mein Freund und meine Friends und Family und so. Ja, mein Freund macht mich auch glücklich. Also mich macht im Moment, glaube ich, am glücklichsten Friends und Family. Wobei ich sagen muss, also ich weiß nicht, ich merke einfach, es tut mir so gut, um irgendetwas zu unternehmen. Das tut mir gerade so gut. Dass ich ab und zu zu viel mache, aber ja, so ein bisschen mich ausleben, einfach mein Leben geniessen und das Leben leben. Das macht mich gerade am glücklichsten. Mhm. Und sonst Cash. Sugar Daddy DMs sliding. Nein, for real. So. Oh, oh, Baby! Oh, Baby! Ich glaube, am glücklichsten macht mich so, ich weiß nicht, aber irgendwie das Gefühl von, ich habe irgendwie etwas so geschaffen, so eine ganze Tourliste hast und du hast alles erreicht, das ist einfach ein geiles Gefühl, irgendwie so. Ja, ich muss sagen, ich bin allgemein gerade mega glücklich, so, weil, weißt du, so, im Nachhinein war die Schule so scheiße gewesen. Nein, aber ich habe so viele Mental Breakdowns, gefühlt Depressionen gehabt, wegen Lernen, wegen Lernstress, vor allem wegen Matur. Und jetzt einfach sozusagen das Leben können leben, ich kann so viel können gehen reisen das Jahr, so viel erlebt, so viele neue Leute kennengelernt, ich bin free, ich kann das Leben ohne Prüfungsstress. Bruder, es ist so schön. Ich habe in der ersten Schulwoche 4 Prüfungen und das macht mich mental jetzt schon fertig. Das würde mich. Ich habe eigentlich. Ja, aber kurz wegen dem Geld, was ich wollte sagen. Es macht mich, man sagt immer, Geld macht nicht glücklich, aber jetzt verdiene ich halt nebenbei ein bisschen. Und ich muss sagen, es macht mich mega glücklich, weil ich kann so Sachen unternehmen, was ich sonst nicht könnte. Ja, darum, es macht mich mega glücklich, um einfach mit dem Geld, das ich verdiene, etwas unternehmen. Nicht einmal in etwas investieren, das ich noch habe, als Kleidungsstück oder so, aber einfach etwas unternehmen. Ah ja, Autofahren macht mich auch glücklich. Mich nicht. So die grundsätzlichen Sachen, die mehr immer so wie sagt, aber bei mir ist halt wirklich mein Freund und meine Familie und meine Kollegen, die ich habe. Und halt auch einfach YouTube irgendwie, dass ich das momentan noch so kann ausleben und einfach alles, das macht mich mega glücklich. Im Moment macht mich am meisten glücklich, dass es gerade in der Schule eigentlich recht gut läuft. Dann mein Freund und Kollegen vor allem und halt Familie. Das war absolut ein Loser-Jahr für dich. Ja, schau, ich muss sagen, das Jahr ist für mich, es hat so viele positive Seiten gehabt. Ich habe so viele neue Leute kennengelernt. Wir sind zusammen zweimal in Berlin, was mega nice war. Noch zweimal? Ja. Ich bin in Hamburg, ich bin in der Türkei, ich liebe Reisen, das hat mich mega glücklich gemacht. Wenn ich das Zeug anschaue, so, ich habe neue Leute kennengelernt und so, macht es mich mega glücklich, neue Erfahrungen sammeln. Aber es hat auch viele Scheiss-Sachen gehabt. Zum einen, mein Freund ist nicht mehr mein Freund, meine beste Kollegin ist nicht mehr meine beste Kollegin. Dann haben wir noch einen Todesfall gehabt, was mich immer noch mega belastet und so. Und das ist so, ich weiß nicht, es hat so viele Up and Downs gehabt. Und wirklich unnormal. Ich kann im Großen und Ganzen nicht sagen, ob es ein gutes oder schlechtes Jahr war, weil es hat so viele schlimme Sachen gehabt. Wir sind gezügelt und es ist, ich weiß nicht, zügelt klingt mega einfach, aber du verlierst wie dein Zuhause. Ja, es ist so mega lange gewohnt. Ja, und du wechselst das einfach. Logisch habe ich jetzt ein anderes Zuhause, aber es ist trotzdem so,
manchmal denke ich immer so, ja, ich fahre dort dann halt heim, obwohl es nicht mein Zuhause ist und so. Kann ich im Großen und Ganzen kann ich nicht sagen, ob es ein gutes oder schlechtes Jahr war, weil eben, es hat so viele gute Sachen gehabt, aber auch so viele nicht so nice Sachen. Ja. Können wir kurz festheben, ich tue da noch viel mehr Schaffhausen Dialekt reden. Schon? Merkst du nicht? Nein. Und ich rede irgendwie so mega schüch, so ich sitze da und rede ein bisschen Schaffhausen Dialekt. Das ist Schaffhausen, oder? Obwohl ich eigentlich so jetzt rede, also ja. Was denkst du, wie viele Abos wirst du in einem Jahr auf YouTube haben? Wie viele Abos wirst du in einem Jahr auf YouTube haben, Lara? Ich kurz sagen, wie viele hast du jetzt? Also ich habe momentan 5.440 und Natty Style. Ich habe glaube 30.700. Ja. Wie viel wirst du in einem Jahr haben? Ich glaube nicht mehr als 6.500. Ich finde es gerade mega schwierig zu einschätzen. Ja, aber ich glaube nicht mehr, wenn ich so weitermache wie jetzt, sowieso nicht. Aber wenn ich etwas aktiver wäre, vielleicht 6.500. Gut, ich habe eh schon letztes Jahr viel zu viel geschätzt. Darum. Ich glaube, ich habe 50.000 geschätzt. Ich sage einfach nochmal 50.000. Okay, fair. Aber jetzt bist du auch selbstständig. Keine Ahnung. Also ich muss kurz voraussagen, genau vom Jahr habe ich irgendwie so 9.000 Abonnenten gehabt und jetzt habe ich 23.000. Stimmt, das ist schon spannend, jetzt habe ich 23.000. Und in einem Jahr, I don't know, wie das wird sein. Ich glaube, gerade wenn man so selbstständig ist oder so und ich dann vielleicht auch mehr Videos mache, dann wird sich das vielleicht noch ein bisschen mehr verändern. I don't know, ich habe keine Ahnung. Also jetzt gerade bin ich vor den 2.000 Abonnenten. Es ist mega schwierig zu schätzen. Ich weiß nicht, ob man dann zu viel schätzt. Aber ich finde mich jetzt irgendwie, da muss ich etwas schätzen und das in einem Jahr ist dann nachher so viel weniger oder so. Okay, ich schätze jetzt einfach mal grob. Und wenn es halt viel zu hoch ist, scheißegal. Ich würde sagen... 50.000? 6.000? Oh, haben wir es beide nicht geschafft? Wir haben es beide nicht geschafft. Oh, Unehre, Mann, Unehre. Egal. Ja, schaffen wir es nächstes Jahr. Hey, Jahresvorsatz. Schaffen wir. Abonniert uns einfach bitte, wir haben es nötig. Ja, hey, das war es auch schon gewesen mit unserem Jahresvorsatz. Aber ganz kurz, ich bin stolz, dass wir das Video gemacht haben, weil am Anfang sind wir so gewesen, hey, werden wir überhaupt in einem Jahr noch befreundet sein? Werden wir es überhaupt noch machen? Ey. Und jetzt sind wir sogar zweimal auf Berlin gegangen. Wir sind immer noch befreundet. Check. Endlich. Es ist nervig. Fuck. Okay, jetzt können wir eigentlich den Kontakt abbrechen. Ja, von schon, jetzt haben wir das Ziel erreicht. Aber kannst du mich noch kurz pushen? Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like, abonniert meinen Kanal und aktiviert unbedingt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und schaut bei der nächsten Liebe vorbei. Bei ihr haben wir halt diesmal kein Video gemacht, aber trotzdem schaut vorbei. Schaut im Jahr wieder vorbei. Vielleicht machen wir nochmals ein Video oder reagiert wieder drauf. Wahrscheinlich ja. Nicht. Aber hey, man sieht es. Tschüssi, Bessi, ciao, ciao, tschüssi, bisi. Tschüssi, tschüssi.